Hallo, es gibt bereits smarte Kühlschränke, die per Sprachsteuerung bedient werden können, einen integrierten Wasserspender haben oder direkt die Lebensmittel bestellen, falls sie knapp werden. Dass man für diese Spielereien mehrere tausend Euro hinblättern muss, ist natürlich klar. Daher schauen wir uns heute die besten Kühlschränke unter 500 Euro an. Wer möglichst wenig Geld für einen hochwertigen Kühlschrank ausgeben möchte, der ist schon unter 500 Euro gut beraten. Eine der wichtigsten Merkmale neben der benötigten Füllmenge ist der Stromverbrauch bzw. die Energieeffizienzklasse. Denn langfristig gesehen ist der größte Kostenfaktor der Stromverbrauch. Denn tatsächlich können mit modernen Energiesparkühlschränken Stromkosten von über 100 Euro jährlich gespart werden. Wenn man den Kühlschrank beispielsweise nur 10 Jahre benutzt, macht dies schon einen extrem großen Unterschied von 1000 Euro aus. Und kurzfristig ein paar hundert Euro mehr zur Anschaffung auszugeben, macht sich dann langfristig bezahlt. Wenn man das dann mal auf 25 oder 30 Jahre hochrechnet, dann macht das eine stolze Summe aus. Unter 300 Euro erhaltet ihr zurzeit den Bomon KG320.1 Kühlschrank mit einer Energieeffizienzklasse von A++. Dieser bringt euch ein Kühlteil mit einer Füllmenge von 122 Litern und ein Gefrierteil von 44 Litern und das mit einer Höhe von 144 cm und Breite von 50 cm. Der Kühlschrank verfügt über stufenlose Temperatureinstellungen von 0 bis 8 Grad Celsius. Die Abtauautomatik sorgt für eine höhere Stromersparnis und mit den zwei höhenverstellbaren Ablagen kann der Kühlschrank so angepasst werden, wie er gerade benötigt wird. Mit einem Betriebsgeräusch von nur 39 Dezibel ist der Kühlschrank angenehm leise. Auch Standardfeatures wie LED-Innenraumbeleuchtung, Gemüseschale und Eierablage sind bei diesem Kühlschrank für diesen Preis enthalten. Für ca. 400 Euro erhaltet ihr den sehr hochwertig verarbeiteten Samsung mit der langen Bezeichnung RB29HER2CSAEF mit der gleichen Energieeffizienzklasse von A++. Mit einer Höhe von 178 cm fasst er 188 Liter Kühlfläche und das Gefrierteil kann mit bis zu 98 Litern gefüllt werden. Die Cool Select Zone des Kühlschranks ist eine separate Schublade mit individuell einstellbarer Temperatur von ca. 0 Grad Celsius für langhaltende Frische von Fleisch oder ca. 3 Grad für Obst und Gemüse und optimaler Luftfeuchtigkeit. Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digitalinverter-Kompressor eine seiner 6 Leistungsstufen. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern steigert auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors. Total No Frost Plus leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit Eisbildung im Gefrier- und Kühlbereich. Somit spart man gleich doppelt Energie. Keine Eisschichten im Eisfach und kein Hochkühlen nach dem Abtauen. Der Total No Frost Kühlschrank verfügt über eine verkleidete Rückwand, sodass man Lebensmittel platzsparend nah an die Wand stellen kann. Lästige Reinigung der Rückenwand bleibt zudem erspart. Zudem kommt noch, dass der Kühlschrank zurzeit Bestseller auf Amazon ist. In fast derselben Preisklasse befindet sich der Bomon KG184 Kühlschrank. Jedoch ist dieser mit der höchsten Energieeffizienzklasse A++++ ausgestattet und der Energieverbrauch ist bis zu 50% geringer als bei vergleichbaren Geräten mit der Energieeffizienzklasse A+. Er verfügt über 198 Liter Raum zum Kühlen und ein 66 Liter großes Gefrierfach. Die Kühl-Gefrier-Kombination verfügt über ein automatisches Abtausystem und verhindert somit Vereisungen. Mit den 4 Glasablagen, den 4 Türablagen, der transparenten Gemüseablage und den 2 Eiablagen verfügt der Kühlschrank über vielfältige Variationsmöglichkeiten,
die Lebensmittel zu lagern. Eine höhenverstellbare Glasablage ermöglicht eine individuelle Positionierung. Zusätzlich ist das Gerät mit einer energieeffizienten LED-Innenraumbeleuchtung ausgestattet. Maximale Flexibilität erhält man mit 3 großen Gefrierschubladen. Im Falle eines Stromausfalls bleiben die Lebensmittel bis zu 15 Stunden lang tiefgekühlt, dank der effizienten Isolierung des Bomann-Doppelkühlschranks. Unser Testsieger ist der Hisense RB400 N4EG3. Geräumig und stilvoll punktet der Kühlschrank nicht nur durch schönes Design, sondern auch durch die modernste Kühlgefriertechnologie. Ausgestattet mit der höchsten Energieeffizienzklasse A++++, 380 Litern Nutzinhalt und Total No Frost bietet dieses Modell von Hisense viel Komfort. Kein Abtauen ist mehr nötig. Durch das Multi-Airflow-System werden die gefrorenen Lebensmittel in kalter Umluft gekühlt und Feuchtigkeit wird sofort abgeleitet. Dadurch bleiben die Lebensmittel komplett eisfrei. Der Inverter-Kompressor arbeitet nicht nur besonders leise, sondern auch sehr energiesparend und ist zudem sehr langlebig. Das 0 Grad Celsius frische Fach bietet optimale Lagebedingungen und eine Feuchtigkeitskontrolle für empfindliche Lebensmittel wie Fleisch und Fisch. Die Lebensmittel sind darin optimal vor externen Temperaturschwankungen geschützt. 2 getrennte Kreisläufe für Kühl- und Gefrierteil gewährleisten ideale Temperaturen und Feuchtigkeitswerte für jeden Bereich. Die Geruchsübertragung wird unterbunden und Lebensmittel werden vor Austrocknung geschützt. Genaue Maße und weitere Informationen zu den Kühlschränken sind in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei, um euch für den perfekten Kühlschrank zu entscheiden. Lasst mich gerne wissen, was ihr von den Kühlschränken hält und welchen Kühlschrank ihr euch letztendlich kauft. Wenn euch das Video weiterhelfen konnte, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.